So, guess who's back? Moin moin und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich darf endlich wieder trainieren. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, also beziehungsweise die mir nicht auf Insta folgen. Ich hatte Corona. Danach war mein Immunsystem so down, dass ich mich auch direkt erkältet habe. Das heißt, ich durfte jetzt 2 Wochen nicht trainieren. So lange habe ich seit 2014 nicht mehr ohne Sport gehabt. Damals habe ich mir ein Bein gebrochen. Deswegen, ich bin verdammt froh, heute endlich wieder ins Training zu können. Deswegen ist halt Training ein bisschen witzlos. Wir müssen halt jetzt echt langsam steigen und uns dann langsam steigern, dass ich mich jetzt nicht direkt wieder überlaste, weil ich hatte schon relativ starke Symptome mit Fieber und allem. Deswegen heute erstmal relativ entspannt. Ich habe aber auch meine Squat-Technik geändert, meine Hebetechnik und meine Bankdrücktechnik überarbeitet. Das werde ich heute so ein bisschen zeigen, was ich da verändert habe und was man da auch vielleicht für euch besser machen kann. Deswegen heute steht Beuge und Bankdrücken auf dem Plan. Alles sehr, sehr leicht, aber wenigstens wieder im Gym unterwegs. Ich nehme euch mit, zeige euch das ganze Training, erkläre zwischendurch ein bisschen was und ja, stay tuned, ne? So, Warm-up ist durch. Eine Übung, die werde ich zwischendurch noch machen. Zeige ich euch aber auch auf einer Schrägbank. Die ist einfach dazu da, dass ich meine Hüfte beim Squat nach vorne gedreht bekomme. Das heißt sozusagen, dass ihr euren Pelvis zum Bauchnabel bringen wollt, um ja, die Hüfte unter den Körper, unter den Schwerpunkt zu bringen und so im Squat bei der Aufwärtsbewegung mehr Kraft generieren zu können und insgesamt bessere Hebel zu haben. Dafür mache ich gleich noch eine Aufwärmübung, sonst habe ich alles gemacht. Jetzt werde ich langsam anfangen mit Squatten. Ich glaube, heute sind 180 oder sowas auf dem Plan, auf 5 Wiederholungen oder sowas. Das heißt ganz, ganz locker, aber ich muss mir die neue Technik aneignen und ich bin halt auch echt noch nicht ganz wieder fit, das merkt man. So, zu der Aufwärmübung. Legt euch auf den Rücken, packt die Beine auf die Bank, zieht euch hoch und schiebt jetzt den Arsch nach oben, indem ihr ihn anspannt. Ihr merkt sofort eine Spannung auf dem Hamstring, nennt man den Scheiß hier. Dann die Position halten, dabei tief einatmen, denn diese Hüftschwingkippung, dieses Hochkippen, das ist genau das, was ihr beim Squat haben wollt. Den Fehler, den nämlich viele beim Squatten machen, ist genau das Gegenteil, dass sie den Arsch rausstrecken. Aber dazu generiert ihr viel zu viel Spannung, damit generiert ihr viel zu viel Spannung auf dem unteren Rücken, auf dem Rücken insgesamt. Ihr wollt euren Rumpf nutzen und ihr wollt eure Hebel verbessern. Deswegen die Hüfte immer nach vorne kippen. Also wenn ihr ein bisschen genauer hinguckt, seht ihr, dass ich ein paar Sachen anders mache. Ich habe jetzt nämlich angefangen, also das mit dem Becken nach vorne schieben, ganz klar. Das ist ein Punkt, den ich vorher nie gemacht habe, nie darauf geachtet habe. Dann stehe ich ein bisschen enger. Ich zeige mir, dass meine Fußspitzen nicht mehr so weit nach außen gehen und probiere sogar, mein Gewicht auf den Füßen ein bisschen nach innen zu verlagern, um auch mit den Adduktoren arbeiten zu können. Die bringen nämlich auch eine gewisse Hebelwirkung nach oben. Und dann versuche ich noch mehr Spannung zu generieren, und zwar über das Bracing. Bracing heißt, dass ihr sozusagen ja, euren Rumpf und euren ganzen Körper anspannt und braced. Und das mache ich, indem ich meinen Bauch anspanne, meinen Brustkorb probiere runterzudrücken. Das ist sozusagen ein bisschen, ja, meinen Bauch verkürze und meinen Brustkorb probiere zur Hüfte zu bringen, indem ich meinen Bauch anspanne. Dann atme ich einmal tief ein, um später auch Druck generieren zu können gegen den Gürtel und meinen Rumpf sozusagen zu extenden und als, ja, sozusagen so einen Ballon aufzupusten. Dann gehe ich runter, gehe so tief es geht und drücke mich aus dem Loch wieder mit dem Gewicht auf der Innenseite des Fußes raus. Ja, und oben atme ich aus, ganz wichtig, nicht vergessen, sonst landet ihr auf dem Boden. So, beim ersten Arbeitssatz angekommen. Ich werde mir jetzt auch noch meine Kniestulpen anziehen und meinen Gürtel benutzen. Nicht, da ich das brauche. Der Arbeitssatz ist 180 auf 5 Wiederholungen oder sowas, also sehr, sehr, sehr leicht.
Einfach nur, damit ich mich dran gewöhne, weil wie gesagt, ich habe meine Technik umgestellt und muss die Technik natürlich auch mit Wettkampf-Equipment lernen. Deswegen benutze ich das bei meinen Top-Sets auf jeden Fall. Ja, man sieht vielleicht, das war jetzt der zweite Satz mit 89, zwei mache ich noch. Man sieht vielleicht, es ist noch sehr ungewohnt. Ich muss mich da noch echt reinfinden. Wie gesagt, wir haben sehr, sehr viel umgestellt. Ich muss meine Standbreite finden und alles. Ich muss lernen, wie ich das Gewicht auf den inneren Fuß kriege. Aber es wird besser, ist halt brutal leicht. Das einzige Eklige ist nur, dass ich das so lange halten muss, weil ich immer wieder mich darauf konzentrieren muss, den Arsch reinzubringen, den Bauch anzusteuern, richtig einzuatmen. Wenn ich das falsch mache, mache ich das dann nochmal im gleichen Moment. Das heißt, so ein Satz dauert halt. Und ich merke, Corona hat mir gut getan. So, Übung Nummer 2. Competition Bench Press. Auch auf 5 Wiederholungen, 4 Sätze. Auch ganz locker. Ich glaube, ich habe alle Sätze mit 155 Kilo. Deswegen ganz entspannt weg, mich auf die Technik konzentrieren, weil ich ja mein Setup auch verändert und auch ein bisschen was im Rücken. Ja, dann sind wir auch mit den, hiernach mit den Grundübungen durch und dann kommt das normale Training. So, erster Arbeitssatz, 157,5. Ich habe noch nie mit so krummen Zahlen gedrückt. Ich habe auch nur 155 geladen, sehe ich gerade, aber egal, 155. 4 Sätze, 5 Wiederholungen, locker weg. Übung Nummer 3. Tatsächlich geht es mir erstaunlich gut nach den Grundübungen. Wirklich, ich merke gar nichts. Sehr gutes Zeichen. Natürlich nach dem Squat zum Beispiel. Kaputt. Nach dem Squat zum Beispiel habe ich schon gemerkt, dass ich nicht ganz fit bin, aber jetzt bin ich eigentlich top fit. Sehr gutes Zeichen. Jetzt nächste Übung ist eine Lat Row Maschine mit der geilsten High Row Maschine, die ich bisher ausprobiert habe. Was ist das für eine Marke? Panatta, irgendwie sowas, noch nie gehört, aber fühlt sich richtig gut an. 2 Sätze, normalerweise im Training auf Failure, ich darf jetzt wieder auf Failure trainieren, aber heute, wie gesagt, da es entspannt angehen muss, ganz locker 2-3 Wiederholungen im Tank lassen, ja, und los geht's. So, nächste Übung, Übung Nummer 4, ist Lat Pulldown. Ich benutze im Lat Pulldown immer den mittelbreiten Griff. Aber wenn ihr euch anschaut, wo euer Lat arbeitet, euer Lat ist für diese Bewegung. Also den Ellbogen nach unten zu bringen und nach hinten, zur Hüfte zum Beispiel, das Handgelenk. Dafür ist euer Lat zuständig. Wenn ihr jetzt den breiten Griff nehmt, seid ihr hier hinten. Damit bewegt ihr nicht mehr viel euren Lat. Wenn ihr den engeren Griff nehmt, also den mittelbreiten, nehme ich am liebsten, weil ich dann noch an meinem Körper vorbeikomme, aber halt eben die Arme hier vorne haben kann und mein Oberarm macht dann diese Bewegung, die dann auch aus dem Lat kommt. Alter, war ich gerade langsam am Reden. Ich glaube, ich werde langsam dumm. Aber hier läuft auch Luciano, es hängt ein bisschen ab. Thank you.
5 und damit auch die letzte Übung. Jetzt kommt ein Upper Back Pulldown. Man kann nämlich am Lat Pulldown auch sehr gut den Upper Back trainieren. Man macht halt genau das, was man beim Lat Pulldown nicht machen sollte. Man nimmt die Ellbogen, man lehnt sich weiter nach hinten und man zieht zwar noch nach unten, aber sozusagen schräg von oben nach hinten in den mittleren Rücken rein, um halt den oberen Rücken, Trapezius und so weiter zu trainieren. Und ich weiß, beim Latzug gerade, ich habe es nicht perfekt gemacht. Ich probiere das auch gerade noch zu lernen, meine Ellbogen vorm Körper zu lassen und wirklich in den Lat reinzuziehen. So, Training ist damit auch durch. Ja, war nichts Großes, aber ich war froh, mal wieder im Gym zu sein. Und bin gespannt, was da in Zukunft geht, denn die Bank fühlt sich viel stabiler an. Mein Squat fühlt sich viel natürlicher und besser an und auch viel kräftiger. Ich glaube, da wird in Zukunft noch einiges passieren. Aber wichtigste, ich bin fit. Ich fühle mich gut. Ich werde jetzt, na gut, eigentlich wäre noch Cardio dran gewesen, weil ich fange jetzt auch wieder an, Cardio zu machen, damit ich nicht ganz so ein unförmiger und ungesunder Powerlifter werde. Bin jetzt auch im Moment auf Diät und alles, aber das zeige ich euch in einem anderen Video. Ich mache mal wieder ein Full Day of Eating. Aber das Cardio werde ich heute einfach durch einen Spaziergang ersetzen, um halt ein bisschen ja, dem Körper Ruhe zu geben. Deswegen laufe ich jetzt nochmal 20 Minuten oder gehe 20 Minuten. Laufen ist bei mir keine Option. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten, für den Support im Moment, für an die Leute, die mit meinem Code bei Big Zone bestellen. Darüber freue ich mich auch immer. Schreibt gerne Kommentare, like und subscribe, macht die Glocke an, erzählt euren Freunden von mir, erzählt euren Eltern von mir. Macht einfach, was ihr wollt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.